Göttingen sagt, sie stärken den olympischen Gedanken, denn jetzt sei Olympia nur mit Geld assoziiert. Und was machen Sie aus Olympia? Einen Ideologienkampf. Und warum ist das besser für Olympia, besser für den Sport? Haben Sie uns nicht erklärt, denn soweit wir das verstanden haben, ist Olympia immer noch eine sportliche Veranstaltung, bestenfalls eine Veranstaltung zur Völkerverständigung, aber sicherlich kein Kampf der Ideologien und kein Kampf der Perspektiven. Ich glaube nicht, dass das ist, worauf wir eigentlich hinaus wollten. Dann sagen Sie, oh, das ist ja super, denn das bringt ja Sponsoren für den Sportler. Aber ganz ehrlich, das ist doch der ultimative Ausverkauf unserer Werte, den Sie da brauchen. In dem Moment, in dem Sie das, in dem Moment, in dem das Ihre Extension ist, in dem Moment, in dem Sie sich so verhalten, wird doch jeder Wert, den Sie vertreten, sowohl von sich selbst, von anderen als auch von der Öffentlichkeit in Frage gestellt. Denn keiner dieser Werte kann mir authentisch stehen, denn jeder dieser Werte ist wahrscheinlich oder potenziell gekauft. Das finden wir nicht legitim, das wird auch nicht funktionieren. Das ist einfach nur so. Okay. Was wir von der schließenden Regierung sagen ist, warum unbedingt der Sportler? Wir finden, der Sportler bei Olympia ist einfach vielleicht nicht unbedingt der, der dieses Verhalten zeigen soll. Wir finden, es gibt viel bessere Möglichkeiten, viel bessere Statisten für solche Aktionen, zum Beispiel Rockstars beispielsweise. Wir finden das voll prima, wenn Rockstars das machen. Wir sehen bei Rockstars keinerlei Probleme. Wir sehen bei Sportlern während der Olympischen Spiele Probleme, nicht nur bei Rockstars. Die sind in kein besonderes Framework eingebunden, die sind nicht der Völkerverständigung oder einem bestimmten sportlichen Wettkampf zugeordnet. Die haben auch eine große Ausstrahlkraft. Sollen die das doch machen? Finden wir prima. Also prinzipiell finden wir es durchaus eine gute und legitime Idee und auch sehr edel, wenn sich Menschen für solche Ideale opfern. Wir sagen aber, in diesem Fall schadet es mehr als es nützt. Wir gehen sogar so weit und sagen, prinzipiell ist es auch gut und okay, wenn Sportler das machen, wenn Sportler für ihre Ideale eintreten, wenn Sportler sich outen, wenn Sportler für Homosexuelle oder welche auch immer Werte eintreten. Wir sagen nur eben konkret bei den Olympischen Spielen nicht. Das ist was ganz Besonderes. Warum ist das was ganz Besonderes? Na, fangen wir mal an damit, dass wir einen ganz klaren Schaden konstruieren. Ich finde, das hat noch ein bisschen gefehlt, uns zu erklären, warum das Ganze ein Problem ist. In dem Moment, in dem ich als Sportler aufstehe und sage, so, also mein Staat stellt mich ja auf als den, was weiß ich, den großen Nachwuchssportler mit dem Potenzial, dem Team, dem Sport der Nation Ruhm und Ehre zu bringen. Und was mache ich? Ich enttäusche sie alle, verwirke diese Möglichkeit, protestiere und fliege raus. Denn das ist ja das, was passiert. In dem Moment, in dem ich diese Symbole zeige, in dem Moment, in dem ich demonstriere, fliege ich aus dem Wettbewerb raus, bekomme keine Medaille, werde ausgeschlossen. Das heißt, ich habe da mein Team, meinen Staat massiv enttäuscht. Wozu führt das denn? Die werden sich denken, ganz ehrlich, wenn politisch aktive Sportler mit starken politischen Idealen so handeln, dann müssen wir ja aus reinem Selbstschutz dafür sorgen, dass wir solche Leute nicht mehr auf die Olympischen Spiele schicken. Denn die kosten uns Medaillen und wir sind dafür da, für Medaillen zu sorgen. Was passiert also? Alle Staaten, ziemlich alle Staaten werden noch viel stärker, sogar die westlichen, screenen und vermeiden, dass politisch aktivistische Sportler an diesen Olympischen Spielen teilnehmen. Wir sind der Meinung, das ist durchaus ein Problem, denn diese Olympischen Spiele sind ja sehr wichtig für Sportler. Und macht einen großen Teil ihrer öffentlichen Wahrnehmung aus. Und wir sind aber dadurch schaffen wir eine klare Gegenselektion gegen politisch aktive Sportler, gegen Sportler gegen Sportler mit Gewissen, gegen Sportler, die richtige Sache tun. Und das finden wir fundamental schade. Wir finden aber, dass auch der Schaden an sich, dass wir hier Menschen im Stich gelassen haben, dass wir hier ein Team verraten haben, ist eine ganz relevante Sache. Wir finden, was noch eine ganz unglaublich relevante Sache ist, ist, dass wir damit die gesamten Spiele zerstören. Wir machen hier die Spiele kaputt für alle anderen ernsthaften Sportler. Denn in dem Moment, in dem ich beispielsweise Favorit bin, irgendeiner Wintersportdisziplin, und ich trete jetzt aus, ich mache meinen Protest und werde dann, was weiß ich, gewaltsam geräumt. Ja? Damit delegitimisiere ich ja die Preise aller anderen Athleten. Denn dann wird, wenn die, was weiß ich, dann macht der Zweite, der Dritte Gold, dann wird immer jemand kommen, ja, du hast zwar die Medaille, aber eigentlich hast du die gar nicht verdient. Die hätte eigentlich dem zugestanden, aber der ist ja rausgeflogen. Das heißt, das, was wir damit machen, ist, wir zerstören auch die klare und normale, den klaren und normalen sportlichen Wettkampf. Das heißt, das, was wir hier sagen, ist, es ist effektiv ein schädlicher Ego-Trip, der da passiert. Es ist ein schädlicher Ego-Trip, weil ganz massiv das Team, der eigene Staat und auch die Möglichkeit, alle anderen Sportler vor und nach Olympischen Spielen politisch aktiv tätig zu sein, gefährdet wird. Denn diese Sportler werden ausselektiert, werden ihre Karrieren verlieren, es wird weniger davon geben. Das heißt, wir haben effektiv, wenn Leute dies machen, weniger Sportler im Long-Term, die entsprechend nach ihrem Gewissen handeln können. Opening. Marc, die Sportler, die wir
nach Olympia schicken, sind nicht nur Individuen, die versuchen, für uns möglichst viele Medaillen zu bringen, sondern auch Repräsentanten unserer Werte. Und wir müssen jetzt protestieren, weil dort nicht homosexuelle Sportler antreten dürfen, was fundamental unseren Werten entgegenläuft. Genau, zu den Werten. Überlegen wir uns mal, dieses Screening, ja, das Screening nach politischer Aktivität, das machen wahrscheinlich die Russen eh schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen jetzt gerade groß schwule Athleten auf ihre eigene Olympiade schicken. Ich kann mir das immer genauso vom Prinzip, ja. Das heißt, es werden effektiv immer eher westliche Aktivisten sein. Es werden effektiv immer westliche Aktivisten sein, die diesen Eklat auslösen. Das ist ja ein Eklat. Was da passiert ist, dass da jemand eigentlich was Positives macht, protestiert und dann wird er gewaltsam geräumt und entfernt. Das wird ein riesen Theater auslösen. Aber wir sagen, die Homophobie, um die es in Russland geht, das ist doch gerade diese Narrative. Das ist die Homosexuellen. Also Homophobie ist ja Angst vor Schwulen. Das ist eine Form von Angst. Das ist eine fremde Kultur. Das sind Leute, die komische Sachen machen, die uns fremd sind, die wir nicht verstehen, die von außen kommen, wahrscheinlich aus dem Westen, aus dem obszönen Westen und die uns das aufdrängen wollen. Ja? Das ist nicht richtig, aber das ist die Narrative. Ganz ehrlich, wenn der Staat homophob ist, wenn die Olympische Spiele, das ist ja auch ein Teil der Bevölkerung, ein Großteil der Bevölkerung, der dahinter steht, der das glaubt. Und wir sind der Meinung, in dem Moment, in dem wir hier die westlichen Athleten diese Narrative vertreten lassen, dann wird die Wahrnehmung aufkommen, dass genau die westlichen Athleten diesen Eklat starten lassen, wird genau diese Narrative doch nur verstärkt. Also sind die von außen wollen uns was aufdrängen, sie bedrohen uns in unserer Kultur und in unserer Identität. Das hilft einfach nicht, das macht die Menschen wahrscheinlich einfach nur noch aggressiver. Das sagen wir drittens, wenn es eine universelle Regel wäre, dass Leute mit hohen Idealen auf den Olympischen Spielen hier groß zum Tag machen sollen, dann machen das ja eigentlich auch andere Leute mit anderen Idealen. Es gibt ja noch größere Probleme, sagen wir Umwelt, Demokratie, die eine viel größere Rolle spielen. Das sagen wir, es ist doch einfach nicht in Ordnung, hier mit dem Ansatz dieser generellen Regel die Legitimität der Spiele und die gesamten Spiele so aufs Spiel zu setzen. Denn wenn es effektiv mehr machen, wenn es alle machen, sind die Spiele zerstört. Wir haben sie zerstört sowohl für den Sport als auch für die Völkerverständigung. Und das finden wir fundamental schade.